Was ist hier los? Ich bin hier, um die Steueraufzeichnungen des Lagerhauses zu prüfen. Doch man lässt mich nicht hinein. Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Schön. Schmieren wir das Rad von Euboja erneut. Wie viel wird es mich kosten, an die Aufzeichnungen zu kommen? Das wird dir dieses Mal nichts bringen, Agapios. Die Wachen haben strikte Anweisungen, niemanden hinein- oder herauszulassen. Und daran halten sie sich, mein Freund. Hör auf meinen Rat. Halt dich von dem Lagerhaus fern. Welch Glück, dass dich dein Freund warnte. Ha, er ist so korrupt wie der Rest von Euboja. Hier gibt es keine ehrliche Seele mehr. Nicht alle Söldner sind Mörder. Du kannst mir vertrauen. Das wird sich noch zeigen. Was führt zu der Korruption? Eine Bande namens die Messer hält Euboja fest in ihrem gierigen Griff. Sie agieren aus dem Schatten heraus, kontrollieren das Land mit Bestechungen und Erpressungen. Sie sind der Grund dafür, dass ich die Aufzeichnungen aus dem Lagerhaus brauche. Durch sie hoffe ich, der Identität des Anführers näher zu kommen. Aber ich bin zu alt, um in das bewachte Lagerhaus einzubrechen. Vielleicht könnte dich der Glanz einiger Drachmen dazu bringen, mir zu helfen, hm? Ich besorge sie dir. Vielleicht bist du die Einzige, der man auf Euboja noch trauen kann. Wo kann ich diese Aufzeichnungen finden? Ich werde Beweise brauchen, um den Anführer der Messer zu finden. Ein paar Aufzeichnungen reichen nicht. Du findest sie verteilt im Lagerhaus und überprüfe auch den Anführer der Wache. Wichtiges trägt er immer am Mann. Was kannst du mir über den Mann hinter den Messern sagen? Es ist nicht sicher, dass er ein Mann ist. Nur sein Ruf ist gesichert. Er ist brutal und wird von Gier getrieben. Er ist die Schlinge um Euboas Hals. Wenn wir nicht herausfinden, wer er ist und ihn aufhalten, droht uns das gleiche Schicksal wie Euboja, der Untergang. Die Messer. Ein dramatischer Name. Hat das einen Grund? Sie stechen ungesehen und ohne Ehre aus dem Schatten heraus auf das Land ein. Sie bluten es aus. Der Name ist dramatisch, aber er passt. Ich finde die Aufzeichnungen. Die Wachen haben keine Chance. Die verdienen sie auch nicht. Damit Euboja überlebt, müssen die Korruption und jene, die sie fördern, ausgelöscht werden. Ich warte hier. Lagerhausgelände. Da ist der Lagerhaussteg. Das Lagerhaus. Woanders hin! Jetzt! Das sollte ich mir mal ansehen. Bio, Tessera, Exio, Dolbeca. Wer pfeift da? Keinen Scheiß! Ich beobachte dich! Halt! Du hast den... Halt! Ich will mit...
Jetzt zu den Aufzeichnungen. Aufzeichnungen über die Geschäfte von Euboja der letzten 6 Monate. Vielleicht findet sich der Anführer hier. Wer war das? Gehört. Vielleicht hilft das Agapios, den Anführer der Messer zu finden. Über Schiffsnamen, wann und wo sie angelegt haben. Das hilft vielleicht. Thank you.
habe sie gefunden, Agapios. Mein Herr wird erfreut sein. Du bist ein Sklave? Sehe ich anders aus, als du erwartet hast? Ja, Söldnerin, ich bin ein Sklave. Doch ich habe meine Würde. Der hiesige Archon ist mein Herr. Und ich bin sein treuester Diener. Lieber sterbe ich, als eine Sklavin zu sein. Nicht jeder von uns hat den Luxus dieser Wahl. Niemand entscheidet sich für die Sklaverei. Doch als Sklave erhalte ich Nahrung, Obdach und Schutz. Besonders jetzt, da Euboea von den Messern beherrscht wird. Sie werden allein von Gier getrieben. Wenn sie niemand im Blick behält, enden wir alle als Sklaven. Wenn du daran interessiert wärst, den Anführer der Messer ausfindig zu machen und dieser Bande ein Ende zu bereiten, triff mich bei meinem Herrn auf dem Sklavenmarkt. Ich denke drüber nach. Nein, nein, nein! Unmöglich! Wie kann das sein? Agapios, was ist los? Was hast du herausgefunden? Herr, ein Name. Hier, in den Aufzeichnungen. Immer wieder. Der Name des Mannes, der die Messer anführt. Der Eisvogel. Man sollte diesen Eisvogel mit seinen eigenen Klingen aufschlitzen und seine Leiche als Warnung für alle Feinde Euboeas aufhängen. So denken nur Söldner. So einfach ist es nicht. Agapios, sag es ihr. Als wir jung waren, taten wir so, als wäre ich das Rotkehlchen und mein Bruder der Eisvogel. Aber er starb. Er sollte tot sein. Ich habe ihn betrauert und errichtete ihm ein Grab. Bitte, sag mir, dass er keiner von ihnen ist. Ich flehe dich an. Sag, dass mein Bruder keiner der Messer ist. Du kennst deinen Bruder besser als diese Aufzeichnung. Wenn du glaubst, dieser Eisvogel ist ein anderer, wird es stimmen. Danke. Ja, der Junge, den ich kannte, der würde so etwas sicher nicht tun. Als dein Bruder starb, sahst du da seine Leiche? Es gab keine Leiche. Kein Zeichen, kein Wort, nichts. Nach dem Tod meines Herrn war Pater nicht mehr so robust wie früher. Mein Bruder brachte uns durch. Er fischte jeden Tag, bis er nicht mehr zurückkam. Dein Bruder kann nicht immer der Eisvogel gewesen sein. Natürlich nicht. Neritos. Sein Name war Neritos. Er war älter als ich. Und machte auch mehr Ärger. Er kämpfte und er stahl. Aber er kümmerte sich um mich. Nichts ist wichtiger für Euboeas Überleben, als die Messer aufzuhalten. Tut mir leid, alter Freund. Aber der Eisvogel muss beseitigt werden, ob er dein Bruder ist oder nicht. Ich... Ja, Herr. Ich verstehe. Bitte hilf mir, die wahre Identität des Eisvogels aufzudecken. Um die Ehre meines Bruders zu retten und die Messe aufzuhalten. Euboea stünde in deiner Schuld. Mehr als jetzt schon. Der Archon ist ein sehr reicher Mann. Du würdest großzügig belohnt werden. Was immer nötig ist, ich tue es. Familiäre Dinge sind kompliziert. Wir waschen den Namen deines Bruders rein und retten dabei ganz Euboea. Ich kenne einen Bauern, der mit dem inneren Kreis der Messer zu tun hat. Wenn einer das wahre Gesicht des Eisvogels kennt, dann er. Ich werde ihn aufsuchen. Hast du noch mehr Hinweise? Vor der Südküste Euboeas liegt das Wrack eines Schiffs. Und das Theater in der Stadt Kalkis hat die Lügen der Messer verbreitet. Es herrscht Krieg. Es werden Schiffe versenkt. Warum ist dieses Schiff wichtig? Weil dieses Schiff den Messern zu gehören scheint. Eine Sklavin, der ich traue, wartet am Tempel über den Ruinen von Eretria. Sie kann dir mehr dazu sagen.
Du sagtest, du kennst einen Bauern, der mit den Messern zu tun hat. Ich könnte Informationen aus ihm rausprügeln. Ah, nein, nein, nein. Er ist kein Freund von Ihnen. Er war eins Ihrer Opfer. Er ist reich. Oder war es? Jedes Mal, wenn ein Mitglied der Messer ein paar Drachmen gebraucht hat, haben Sie ihn besucht. Dann kennt er vielleicht die Identität des Eisvogels. Und kann meinen Bruder entlasten. Du sprachst von einem Theater? Das Theater in der Stadt Kalkis ist eine mächtigere Waffe, als du glauben magst, Söldnerin. Die Messer verbreiten Lügen, um die Euboja gefügig zu machen. Sieh einfach, was du herausfindest. Du scheinst gute Verbindungen zu haben. Woher? Für einen Sklaven, meinst du? Auch wir haben Augen und Ohren. Wir sehen viel und teilen es. Von Sklave zu Sklave. Hinweise, Warnungen. Alles, was uns helfen kann, den weiten Weg von heute nach morgen zu überleben. Ich weiß fürs Erste genug. Und der Eisvogel... Was, wenn es doch dein Bruder ist? Wenn er der Hintermann der Messer ist? Das ist er nicht. Komm zu mir zurück, wenn du mehr erfahren hast. Dio. Tessera, Ex-Jokto, Becca. Dio, Becca, Tessera, Becca. Messersympathisant muss sterben. Er lässt uns weiter. Ihn zu töten bringt überhaupt nichts, Praxilios. Aber wir können hier nicht rumsitzen und uns das antun lassen, Idia. Unseren Kindern. Glaubst du, ich würde nicht an ihr Wohlergehen denken? Tja, jedenfalls benimmst du dich nicht so. Du wagst es. Es reicht, ihr zwei. Für wen hältst du dich? Die Söldnerin hat recht. Beruhige dich. Es ist schlecht für... Rede, Fremde. Agapios schickt mich. Er will die Unschuld seines Bruders beweisen und die Messer zerschlagen. Sein Bruder? Meritus? Ist er nicht jetzt... Schweig, Idia. Wir haben schon genug Probleme. Sag mir, was ihr wisst. Ich schlag dir was vor. Töte einen Mann für mich. Hilf mir. Dann erzähle ich dir vom Hauptquartier der Messer. Was soll das? Kein Blut vergießen! Rede nur mit dem Mann. Erinnere ihn an sein Ehrenwort zu zahlen. Gut. Ich kümmere mich um euer Problem. Es gibt da so einen Mann von den Messern. Er bat uns um Hilfe bei der Verbreitung ihrer Absichten. Die Messer sind uns egal, aber wir brauchten zusätzliche Einnahmen. Er wollte von uns, dass wir und die Kinder die Botschaft der Messer im Theater und auf der Straße verbreiten. Er benutzt euch nur. Und eure Kinder als Sympathieträger. Jetzt will er, dass wir kostenlos weitermachen. Er zahlt nicht mehr und hat gedroht, unseren Kindern etwas anzutun, wenn wir nicht weitermachen. Ich hatte vor, ihn selbst zu töten, aber Idia... Wir können doch nicht einfach so morden, Praxilios. So sind wir nicht. Er wohnt in dem großen Haus im Zentrum der Stadt. Töte ihn und wir werden dich bezahlen. Hör dich nur mal an. Rede mit ihm und schüchtere ihn ein, wenn es sein muss. Aber wir sind keine Wilden. Ich will den Kindern nicht so ein fürchterliches Vorbild sein. Ich kümmere mich um ihn. Vergesst nur nicht zu bezahlen. Wenn du sonst noch etwas brauchst oder vergisst, wo du den Mann findest, dann frag uns einfach. Sie werden es trotzdem weitermachen. Ach.
Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Das ist er, der Mann von den Messern, der die beiden bedroht hat. Das große Haus, von dem Sie sprachen. Söldnerin, was willst du? Ich will nur reden. Hat dich das Theaterpärchen geschickt? Ich sagte, sie sollen mich in Ruhe lassen, sonst... Sonst was? Würdest du den Kindern etwas antun? So bedauerlich es auch wäre, ja, das würde ich. Für meine Familie würde ich alles tun. Wachen! Hier ist ein Eindringling! Oh. Bleib bei mir! Schneller vor! Wenn du noch einen Schritt näher kommst, hast du ein echtes Problem. Söldnerin, ich habe die Kinder fortgeschickt. Pass auf, dass diese Schweine von den Messern nicht zu ihnen... Halt's Maul! Wir werden deine kostbaren Kinder finden. Die bringen uns gutes Geld ein. Lass sie sofort gehen. Ich lasse sie gehen, wenn ich sie zurechtgeschnitten habe. Mal locker! Die Messer wissen deine Einmischung ganz und gar nicht zu schätzen. Dann solltet ihr Malakas mir aus dem Weg gehen. Ich bin ein Mann, der Dramen mag. Also lass es uns etwas interessanter machen. Du, Söldnerin, scheinst auch einen Sinn für Dramatik zu haben. Und wir sind hier in einem Theater. Also darfst du entscheiden, wie dieses kleine Stück ausgeht. Komm zur Sache. Jemand wird hier heute sterben. Ja, und zwar du. Versuch's. Und die beiden sind verblutet, bevor du bei mir bist. Tu nichts Unüberlegtes, Söldnerin. Aber wie gesagt, jemand muss sterben. Aber nur einer. Es macht viel mehr Spaß, wenn einer lebt, um den anderen bluten zu sehen. Also, eifrige Söldnerin, sag uns, wer soll leben? Rette Idia, Söldnerin! Was? Nein! Rette Praxilius, Söldnerin! Die Kinder brauchen Nein, ihn. Rette Idia, bitte! Damit rettest du mir halt! Die Zeit ist um! Wähle ein Ende für dein Drama, Söldnerin! Ich rette beide, aber du stirbst, Messerabschaum! Ah, falsche Antwort! Skyros! Söldnerin, geh nach Skyros! Sag es, Agapios! Von dort aus kontrollieren Sie Olboja! Halte sie auf! Du Kleines! Bleib sofort stehen!
Eure letzten Worte sollen nicht umsonst gewesen sein. Agapios wird von Skyros erfahren und ich werde euch beide rächen. Ich muss immer noch Agapios Hinweisen nachgehen. Das muss der Hof sein, den Agapios erwähnt hat. Ich sollte mir anhören, was der Bauer über die Messer weiß. Ich muss mit deinem Mann sprechen. Oh, vergiss ihn. Ich brauche deine Hilfe. Ist das so? Holst du mir was zu trinken? Die Sklaven sind beschäftigt und ich habe Durst. Ich? Nein. Der Wein steht gleich neben dir. Sag mir, wo ich deinen Mann finden kann. Irgendwo auf der Straße nach Osten, glaube ich. Er liefert Weizen und Trauben aus. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Viele Tage. Wochen? Oh. Oh nein, vielleicht steckt er in Schwierigkeiten. Du musst eine Menge getrunken haben, wenn du nicht merkst, dass dein Ehemann fort ist. Ja, mal ganz unter uns. Wenn man genug Wein in Tuss hat, merkt man eh nichts mehr. Dein Mann hat doch sicher Feinde oder so etwas. Jemand, der profitieren würde, wenn er verschwindet. Die Messer. Wenn du reich bist, sind das deine Feinde. Einer, der hier das Sagen hat, kommt mit seinen verfluchten Messerfreunden immer wieder her. Sie fordern erfundene Steuern und verprügeln ihn, wenn er nicht zahlt. Wirst du ihn finden? Findest du meinen Mann? Keine Sorge, ich finde ihn. Hab Dank. Und kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Hast du eine Ahnung, wo ich deinen Mann finden kann? Er hat auf der Straße östlich von hier nach Wegen gesucht, seine Lieferungen an den Truppen der Messer vorbeizuschmuggeln. Jede ihrer Patrouillen fordert einen Anteil. Zusätzlich zu ihren verfluchten Steuern. Normalerweise wartet er immer südlich der Höhle, bis die Luft rein ist. Du musst mir alles sagen, was du über die Messer weißt. Messer? Das sind so süße kleine Minischwerter. Oh, was? Nein, die Messer, die du gerade erwähnt hast. Oh, richtig. Das sind einfach irgendwelche Männer. Gierig, größenwahnsinnig. Sie lassen arme, unschuldige Sklavenbesitzer wie uns förmlich ausbluten. Ich habe genug gehört. Ich gehe nach Osten und finde deinen Mann. Ich danke dir vielmals. Der Straße nach Osten folge, sollte ich die Spur des Vermissten aufnehmen können.
Na los. Die Karren des Bauern. Sieht aus, als wollte er einer Patrouille entkommen. Ging nicht gut aus. Und los. Was ist hier passiert? Wachen. Korrupte Wachen. Sie haben Steuern verlangt. Sie verlangen immer Steuern. Sie brachten meinen Herrn zur Festung Dystos. Er hätte ihre dummen Steuern zahlen sollen. Er hätte zahlen sollen. Ich sollte zu dieser Festung. Bewegung! Los! Und weiter! Ella. Festung Dystos. Ziemlich groß. Irgendwo da drin müsste ihr Ehemann sein. Das muss der Bauer sein. Er wurde eingesperrt. Komm schon, komm. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt.
mich jemand verschaukeln oder was? Geh mir nicht auf den Sack. Wer war das? Sparta! Schlag und das gar nicht hier drin sein. Ich bin kein Sklave. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin dir sehr dankbar. Egal, was passiert, geh einfach weiter. Ich lasse dich nicht sterben. Ich kenne einen Geheimweg hier raus. Es kommt mir vor, als würden sie mich alle zwei Wochen hier einsperren. Thank you.
den Kopf unten. Wir müssen die Straße erreichen. Du hast mich gerettet. Überrascht? Es ist nur, du siehst eher wie eine Mörderin aus, nicht wie eine Heldin. Ein Mann namens Agapios glaubt, du könntest den Eisvogel identifizieren. Wenn ich herausfinde, wer er ist, kann ich die Messer aufhalten. Ah, also willst du eigentlich Euboea retten? Trotzdem, danke. Ich muss so viel wie möglich über die Messer erfahren. Sie sind so ehrgeizig und gierig, ohnegleichen. Sie sind wie Piraten, nur organisiert, vermögend und mit guten Verbindungen. Womöglich gibt es mehr Hintermänner als nur den Eisvogel. Zwielichtige Organisationen auszuschalten ist meine Spezialität. Du musst mir alles sagen, was du über den Eisvogel weißt. Er kam zu mir, der Eisvogel mit seinen Schergen, und wollte Steuern eintreiben. Ich habe ihn bezahlt und reich gemacht. Wenn ich dir seinen Namen sage, bin ich ein toter Mann. Sag ihn. Ich kann nicht, was er mir antun würde. Und meiner Frau. Sag seinen Namen. Neritos. Sein Name ist Neritos. Aber du musst ihn aufhalten. Agapios Bruder. Er ist es. Ich muss immer noch Agapios Hinweisen nachgehen. Los! Komm schon! Ella! Hat Agapios dich geschickt? Ja. Wurdest du verfolgt? Nein. Ist dir wirklich niemand gefolgt? Ich wurde sicher nicht verfolgt. Dafür habe ich gesorgt. Du hast alle Spuren verwischt? Jede einzelne. Du bist eine Lügnerin. Du hast sie zu mir geführt. Wen? Die Messer. Ihr Einfluss und ihre Gier sind grenzenlos. Sie beobachten das Schiffswrack und mit Sicherheit auch dich. Was genau ist mit dem Schiff untergegangen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Schiff zur Flotte der Messer gehört hat. Sie versuchen verzweifelt, etwas von da unten zu bergen. Wenn es den Messern wichtig ist, ist es auch wichtig für uns. Woher weißt du, dass die Messer das Schiffswrack beobachten? Ich sah sie dorthin rudern. Sie tauchen und kommen nicht wieder hoch. Wenn doch, sind sie halb ertrunken und verängstigt. Sie werden gezwungen, wieder und wieder zu tauchen, bis sie schließlich tot sind. Die Messer suchen nach etwas und hören nicht auf, bis sie es haben. Wie wurdest du in diese Geschichte verwickelt? Es war das Schiff meines Herrn, das Schiff der Messer angriff. Doch er und viele seiner Männer verloren im Kampf ihr Leben.
Was immer es ist, ich hole es. Danke. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du gehst? Wo genau ist das Schiffswrack? Südlich von hier. Du kannst es nicht verfehlen. Einige Trümmer schwimmen immer noch an der Oberfläche. Du musst einiges über Agapios wissen. Oh, ich könnte dir viel über Agapios erzählen. Aber ich erzähle dir das Einzige, das zählt. Er ist ein guter Mann. Vertrauen ist das Wichtigste für ihn. Ich weiß fürs Erste genug. Was immer das Schiff geladen hatte, ist von großem Interesse für die Messer. Wenn du es besorgen kannst, ist mein Herr nicht umsonst gestorben. Triff mich danach in Eretria. Söldnerin, hier drüben. Ah. Da ist es, das Schiffswrack. Schiff der Messer. Mach langsam! Das muss es sein, was die Messer suchen. Ich muss zur Frau in Eretria. Thank you.
Konzentriert euch auf die Arbeit! Du hast uns beobachtet. Sag mir warum! Warum interessierst du dich für das Wrack? Hilfe! So hilft mir doch jemand! Keine Angst, du bist sicher. Danke für die Rettung. Hast du etwas gefunden? Ich fand diese Klinge voller seltsamer Zeichen. Dann war das überaus wichtige Objekt der Messer ein Messer? Diese Klinge wird für Opfergaben an Achilleus benutzt. Die Messer scheinen ihn zu verehren. Finde den richtigen Tempel des Achilleus, dann findest du auch die Messer. Nur, welcher ist der richtige? Was wirst du tun, wenn die Messer besiegt sind? Es wird schön sein, ohne Furcht zu leben. Doch ich bin immer noch eine Sklavin ohne Herren. Ein Sklave ohne Herr ist frei. Agapios wird es wissen, wenn ich ihm die Klinge zeige. Tauche an einem sicheren Ort unter, bis alles vorbei ist. Ich kann nirgendwo hin. Ich habe nichts außer den Kleidern am Leib. Hier, das sollte für den Anfang reichen. Hab Dank, Söldnerin. Ich werde nie vergessen, was du mir gabst. Freiheit. Ich muss immer noch Agapios Hinweisen nachgehen. Das war Agapios letzte Spur. Ich muss ihm sagen, was ich erfahren habe. Er wird es sicher nicht gerne hören. Na los, komm. Zurück. Was hast du erfahren? Die Messer haben ihr Lager auf Skyros. Sie scheinen ein Ritual beim Tempel des Achilleus zu planen. Was hast du über meinen Bruder erfahren? Lebt er?
ist er der Eisvogel. Es tut mir leid, Agapios. Neritos ist der Eisvogel. Er steht hinter den Messern. Neritos hat sich ständig nur Ärger eingehandelt. Ein Tempel für Achilleus aufs Kyros, sagst du? Agapios! Halt, Sklave! Halt, Sklave! Wache! Wache! Nein! Dieser Mann verdiente sich seine Freiheit vor langer Zeit. Dank dir wurde das wahre Gesicht der Messer enthüllt. Und Oboja hat eine Chance zu überleben. Du hast dir deine Belohnung verdient. Obwohl ich fürchte, dass es nicht reichen wird, Skyros zu stürmen. Der Eisvogel hat sich jahrzehntelang im Schatten versteckt. Es wird nicht einfach, das zu beenden. Hilf mir! Hilf, Euboja! Ich sehe, was ich tun kann. Gut, gut. Ich führe einen kleinen Trupp zum Schmugglerhafen auf Skyros. Triff mich dort und wir werden die Messer gemeinsam zerschlagen. Ich habe das Gefühl, dass dies nicht unser letztes Gefecht gewesen sein wird. Skyros. Natürlich steckt der beschissene Kult hinter den Messern. Zu meiner Rückkehr!
Kennst du diesen Ort, Ikaros? Hier hat Lykomedes Theseus in den Tod gestoßen. Jetzt muss ich den Archon finden. Ugh!
mal die Ohren! Söldnerin, du bist gekommen. Wir brauchen dich jetzt mehr denn je. Bitte hilf uns, den Messern den Rest zu geben. Bin dabei. Wenn die Informationen, die du beschafft hast, richtig sind, wartet am Tempel nicht nur der Eisvogel, sondern die ganze Führungsriege der Messer. Du kannst sie alle ausschalten und Oboya von ihnen befreien. Agapios wird nicht wollen, dass sein Bruder zu Schaden kommt. Ich liebe Agapios, aber Oboya steht an erster Stelle. Wenn das alles vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass deine Belohnung zu deinem Schiff gebracht wird. Oboya dankt dir für deine Dienste. Söldnerin, die Messer wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Ist das so? Wir sind Soldaten, oder? Wann werden wir endlich eingesetzt? Wirklich faszinierend. Oh. Die Messer werden sich nicht kampflos ergeben. Ich hoffe, Agapios hat keine Dummheiten gemacht. Neritos, so bitte! Das wurde also aus meinem Bruder. Du kommst zurück aus dem Hades, zurück ins Leben, nur um die Leben anderer zu nehmen? Nicht aus dem Hades, Rotkehlchen. Vom Grund des Meeres. Poseidon schwieg, während ich ertrank. Ich rettete mich. Ich! Es gibt keine Götter, nur Sterbliche. Wenn du das weißt, weißt du alles, was du brauchst, um die Welt zu beherrschen. Nicht jeder will die Welt beherrschen. Einige wollen nur darin leben.
Ah, eine Söldnerin. Eisvogel. Nein, sein Name ist Neritos. Er ist mehr als ein Deckname, den du auslöschen kannst. Er ist mein Bruder, meine Familie. Familie oder nicht, dieser Mann ist der Anführer der Messer. Er hat jede Menge Leid verursacht. Damit darf niemand durchkommen. Nicht mal Pater. Du warst ein Sklave, Bruder. Aber die Welt ist meine Sklavin. Ihre Wunder, ihr Wein, ihre Bewohner. Wir könnten gemeinsam herrschen. Wir waren immer dazu bestimmt zu fliegen, Rotkehlchen. Agapios, du kannst dem Eisvogel nicht trauen. Denk an das, was er unserem Volk angetan hat. Denk an die Leben, die er zerstört hat. Er ist mein Bruder. Ich kann ihn retten. Ich weiß, ich kann ihn retten. Bitte, mein Herr, Söldnerin, es gibt keinen Grund für Gewalt. Du kennst ihn besser als jeder andere. Als wir uns trafen, sagtest du, man könne niemandem trauen. Das will ich nicht glauben. So könnte ich nicht leben. Ich traue ihm. Ich hoffe, du hast recht. Neritos, Bruder, erinnerst du dich an unsere Jugend, als wir durch die Straßen von Kalkis liefen? Vater hinter uns her. Er konnte keine Vögel fangen. Also wurden wir zu Vögeln. Das Rotkehlchen und der Eisvogel. Die können wir wieder sein. Skyros und Euboja und die Messer, das lassen wir hinter uns. Und nie zurückkehren? Wir können fliegen. Dann flieg, Rotkehlchen. Flieg! Nein! Agapios! Leb wohl, Bruder. Die Messer gehören mir. Die griechische Welt gehört mir. Das wird mir niemand nehmen. Mein Bruder nicht und auch du nicht. Söldnerin! Töte die Söldnerin! Eine Chance! Die Messer sind Geschichte. Agapios, mein ältester Freund. Ich hätte dich nie gehen lassen dürfen. Warum ließ ich dich gehen? Du hast Agapios ein großes Geschenk gemacht. Er war frei. Für einen Moment. Ein Moment? Ich schätze, keiner von uns bekommt je mehr als das. Jetzt, da der Eisvogel und seine Stellvertreter tot sind, sind die Messer Geschichte. Oboja ist frei, dank dir. Ich hoffe, das war es wert. Es geht um Freiheit. Die ist jeden Preis wert. Hiere, Heldin von Oboja. Das Rotkehlchen und der Eisvogel.
Wenn man seiner eigenen Familie nicht trauen kann, wem dann?